Jetzt starten wir einfach mal, oder? Publikum. Hier kommt die Frage, wo ist das Publikum? Macht euch mal bemerkbar. Ah, also, ist durchaus das Publikum da. Ja, natürlich als erster Sprecher hat man es nicht gar so leicht. Wir stehen heute auf der Bühne mit der Andrea Nizela Schmutte vom Bayerischen Wirtschaftsministerium im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft und dem Jürgen Enninger, das ist der Leiter des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft von der Stadt. Und wo wir hier sozusagen so geballte administrative Kraft heute hier bei den Makern haben, da wollen wir doch mal fragen, warum findet ihr die Maker oder das Maker-Movement eigentlich wichtig? Das fragen wir euch beide. Ja, also das Maker-Movement ist für mich deshalb wichtig, weil für mich, gestern hat der Jürgen einen sehr interessanten Artikel gepostet, der hieß, in der Zukunft schieben wir Stühle auf der Titanic durch die Gegend, also die Zukunft der Arbeit. Und für mich sind die Maker ein ganz wichtiger Teil der Zukunft, wie wir uns eben in Zukunft betätigen, weil für mich die Maker die ideale Verbindung sind zwischen Digitalisierung, Innovation, Eigenständigkeit. Maker sind gesellschaftsübergreifend, altersübergreifend, zeigen eine unheimliche Begeisterung. Und ich glaube, wenn wir in Zukunft Innovationen darstellen wollen, dann können wir auf die Maker nicht verzichten. Genau, das kann man eigentlich nur noch mal unterstreichen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft als Branche ist eine sehr bedeutende Wirtschaftsbranche, hier bedeutender als in Berlin. Und die Kultur- und Kreativwirtschaft hat ein Versprechen, dass sie in den Schnittstellen besonders innovativ wirkt, Richtung gesellschaftliche Innovationen, ökonomische Innovationen, soziale Innovationen. Dieses Versprechen löst die Maker-Bewegung ein. Die Maker-Bewegung ist sozusagen genau die Schnittstelle zwischen dieser starken Wirtschaftsbranche und all diesen sogenannten Spillover-Effekten in die anderen Bereiche rein. Deswegen freut es uns sehr, dass wir hier auch als Stadt München mit unterstützen können. Das mit Stadt München würde ich gerne noch mal aufgreifen, schnell. Nein, also wir freuen uns, dass ihr auch als Stadt einfach da seid. Ja, genau, so wie seit Anfang an, einfach mit an unserer Seite, das finden wir gut. Genau, München, dieses Jahr, wir haben es ja jetzt explizit gemacht, ja, München, Welthauptstadt mit Nerds, genau. Was... Das kannst du nachmachen. Das wird sofort gepostet, hier live von der Bühne. Genau. Großartig. Aber München und Maker, was denkst du, was das beide miteinander verbindet? Weil es gibt ja immer diesen Berlin-Vergleich, aber warum denkst du, dass die Maker in München besonders willkommen und an der richtigen Stelle sind? Die Maker sind vor allen Dingen deswegen in München an der richtigen Stelle, weil wir neben dieser starken kreativen Szene, die München auszeichnet, auch das starke produzierende Gewerbe haben. Das heißt, die Bewegung findet sofort Niederschlag in den großen Industrien. Man kann sofort diese Schnittstellen ausleuchten und man kann sich sofort mit den großen, den Corporates treffen und diese Entwicklungen mit begleiten. Also die Maker-Bewegung ist sozusagen nicht auf trockenem Boden, sondern da ist wirklich sofort auch der Dünger da, damit es wachsen kann. Und das ist, gewährleistet einfach diese enge Beziehung zu den größeren Unternehmen. Ja, vielen Dank, Jürgen. Jetzt stellen wir ja fest, jetzt haben wir hier zwei Vertreter aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, was ich toll finde, weil eigentlich ist ja das Maker-Movement erstmal ein technisches. Ja, ich würde jetzt, Andrea, dir gerne die Frage stellen, was wir gemeinsam tun können, um das Maker-Movement zu fördern. Vor allem wäre es nicht sinnvoll, auch nochmal einen Kollegen, weil ich meine, ihr habt ja viele Abteilungen dort, da gibt es ja auch eine Abteilung Innovation, ja, die überrollen wir ja jetzt gerade. Und die Wahrheit ist, wir haben hier auf der Messe große Namen von Weltmarktführern in verschiedenen Bereichen, die haben das erkannt. Wie sieht es denn im Wirtschaftsministerium aus? Was können wir gemeinsam tun, um das Maker-Movement zu fördern? Und kannst du mal mit den Kollegen auch noch sprechen? Also, ich muss zum einen sagen, dass sich das Maker-Movement bis jetzt in der Politik noch schwer tut. Ist einfach so, weil es so ein bisschen von vielen Älteren als Bastlerbewegung abgetan wird bis jetzt. Aber ich kann nur sagen, dass wir also alles tun, um das immer wieder in die Politik reinzutragen. Und für mich gibt es nur eine Möglichkeit, um das Maker-Movement voranzutreiben, wäre flächendeckend in Bayern Werkstätten, Hightech-Werkstätten aufzubauen,
Zentren aufzubauen. Und das ist ein Anliegen, das ich auch mit der Anne Bergner sehr verfolge, die ja für uns eine Studie auch zu diesem Zweck gemacht hat, wie das denn international mit diesen Maker-Werkstätten ausschaut. Und wir sind zurzeit gerade dran, da ein Programm zu stricken. Und ich hoffe, es geht durch und dann wäre das der erste Schritt. Da sind wir natürlich wahnsinnig gespannt drauf. Okay. Vielleicht zum Abschluss eine Frage. Hattet ihr schon Zeit, mal kurz drüber zu gehen oder zu schauen? Oder habt ihr schon vorab mal im Programmheft gestöbert? Was wäre denn euer persönliches Highlight oder Ziel heute hier anzuschauen? Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich ein richtiges Highlight habe. Was mich hier so begeistert, ist die Begeisterung der Akteure. Dass das altersübergreifend ist, das ist schichtübergreifend und dass die alle mit so viel Herzblut da sind. Und da möchte ich jetzt nicht mir irgendjemand rausgreifen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind ein paar, die haben mich alle gleichermaßen begeistert. Und das finde ich jetzt unfair, wenn ich sagen würde, Annes Lampenstand ist am besten. Also ehrlich gesagt, mich hat die Rennbahn sofort total begeistert. Männerspielzeug. Also ich gebe schon zu, dass die Sachen, die sozusagen mich an meine Kindheit erinnern, mich immer zuerst fesseln. Das ist immer ganz interessant. Und das ist aber genau das ist, was du gerade gesagt hast mit dieser Leidenschaft. Es gibt immer einen Aspekt, wo man mit seiner persönlichen Leidenschaft angreifen kann und man dann merkt, da stecken Menschen dahinter, die auch sehr, sehr leidenschaftlich ihr Ding verfolgen. Und das ist auch das, was uns dann ansteckt, wenn wir sozusagen verwaltungsseitig solche Themen bearbeiten, weil wir sind da ständig dran, Freiräume zu schaffen. Kreativ München ist ja ständig dann irgendwie Arbeits- und Büroräume, Werkstätten zu erschließen. Und wenn wir diese Leidenschaft nicht spüren würden, die draußen ganz, ganz stark greifbar ist, dann wird es uns auch wesentlich schwerer fallen, in diesem schwierigen Stadtkontext, wo einfach Raum eine Knappheit ist, zum Beispiel auch diese Interessen durchzusetzen. Also bitte, bitte weiter mit dieser Leidenschaft. Das begeistert uns auch sehr. Ja, da wollte ich auch noch sagen, als ich heute früh hier angekommen bin und dann schon diese Schlange gesehen habe und allein diese Stimmung, da dachte ich mir, das ist halt einfach Woodstock für Maker, die Make Unique. Ohne Schlamm. Ja, ich denke, das ist auch eine schöne Bezeichnung einfach. Gut, ja, das war unser erster Beitrag. Ich werde jetzt, bitte jetzt die Anne Bergner auf die Bühne, die sie nämlich heute den Vormittag als Moderatorin durch das Programm begleiten wird.